Hallo Facebook, hallo YouTube, mein Name ist Freddy Fuchur und ich heiße euch willkommen in einer weiteren Folge von Fallout 4. Und in der letzten Folge haben wir ein kleines... Au, da muss ich noch was säubern. Wir haben einen kleinen Auftrag bekommen, nur wo habe ich den? Feuerunterstützung? Wassermarsch, hier ist er. Den möchte ich jetzt machen. Dime City. Machen wir wann anders. So, aber erst. Mir geht's gut. Wassermarsch. Jetzt lass mich mal. Ach, das war doof. Jetzt muss ich erstmal auf der Karte wieder schauen. Begib dich zum Polizeirevier. Was ist. Untersuche. Ja, da ist sie. Da müssen wir hin. Schau ich da jetzt drauf? Da ist das Polizeistation, das heißt, das Ding hier ist es. Nö, und er dachte gerade gedreht. Das. Oh. Nein. Oh, sieht aber auch nett aus. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Sieht so aus wie am Anfang, ja? Gäh, gäh, gäh? Oh, scheiße. Okay. Das habe ich nicht erwartet. Jetzt sind wir bei dem Roboter, bei dem Meister, der leider schon umgekommen ist. Quasi der die Persönlichkeiten der Mr. Handys da oben ja programmiert hat, erstellt hat. Okay, es sieht schon ganz nett aus. Unzugänglich. Okay. Commonwealth, okay, da geht's wieder raus aufs Dach. Das war mehr. Ich wette, hier sollen wir noch hin. Entsperren, Experte. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Okay, hier können wir noch nichts machen. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Oh, ein netter Hut. Abgenutzter Hut. Naja. Gut, gehen wir wieder raus. So. Da würde ich ja auch gern drauf. Geht das? Wahrscheinlich. Was haben wir da? Da ist ein Güterzug. Ach, tausend Sachen zu entdecken. Tausend Sachen zu entdecken. Aber wir haben doch keine Zeit. So, wir rennen noch ein bisschen rum. Rumrennen ist ja auch gut, da kriegen wir auf jeden Fall XP. Und XP ist ja genau das, was wir brauchen. Da unten ist ein Hund. Da war rechts war auch irgendwas. Ne, war nix. Was haben wir hier? Blume. Hupp-Blume. Die nehmen wir mit. So, ein Schwert in der Wasseraufbereitung ist irgendwas, was uns wehtun will. Wie immer. So, der Hund da unten am Wasser ist weg. Nee, was haben wir da? Ein mutiertes Etwas. Tschüss. Nee, das haut nur ab. Ich dachte gerade. Tut dir nicht weh, keine Sorge. So, da ist noch nicht Texturen entstanden. Hier wird es jeden Moment laden. So. Da hat es geladen, ja. Und jetzt sieht es auch schon ganz anders aus. Oh, shit. Supermutanten. Deswegen. Oh, ob wir die glatt machen können. Ach du Scheiße. Ach, ups. So. Ich glaube, Supermutanten ist kritisch. Scharmützler. Ui.
Ah, die kommen auf uns zu. Ah, da war es das schon. Scheiße. Wann habe ich gespeichert? Viel zu spät wahrscheinlich. Okay, diese Supermutanten, das kriegen wir nicht hin. Nee, nicht so viele auf einmal. Ich krieg ja schon eine Mine fast nicht hin. Scheiße, ey. Ja, das machen wir dann mal anders. Aber wir haben es jetzt als Auftrag. Da müssen wir noch ein bisschen leveln, da brauchen wir noch ein bisschen was. Doch, je stärker wir werden, desto mehr werde ich diese alle netten Herren vernichten. Ja, leveln ist ja eigentlich ganz wichtig. Aber ja, na gut, dann gehe ich zur... Man sollte meistens den ersten Weg einfach drin behalten. Mann. So. Na gut, komm, ich mach mal so. So, da sind wir wieder. Diese Ladezeiten will ich halt echt überbrücken. Okay, also das da runter bringt uns erstmal nichts. Ich renne jetzt zwar. Ah, ich renne trotzdem nochmal hin, um dort gewesen zu sein. Vielleicht kriegen wir da eine Schnellreise. Möglichkeit dorthin. Aber dann war's das. So, lass mich mal beeilen. Aber die Supermutanten, nee, da haben wir keine Chance. Da haben wir keine Chance. Du Radko. Radhirschko, Entschuldigung. So. Wird es gleich nochmal laden. Ich werde kurz pausieren und dann ist das gut. So. So, da haben wir es, weil die 32 XP, die nehme ich noch mit. Oder fällt wieder ein Auto runter. Sauer auf mich. So, wir hauen ab, Hundi. Hundi, wir hauen ab. Ach du Scheiße. Du. Zum Glück schießt er weltweit. Was war denn das? Ach du Kacke. Ich hab einen neuen Freund, das ist die Hirschkuh. Und die wird ja bald bei uns sein. Hoffe ich doch. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich glaube, Hundi ist tot. Und wird nicht mehr wiederkommen. So, wieder zurück. Nein, ich werde die jetzt nicht alle abknallen. Ich finde das... Ach du Scheiße. Die schießen aber auch einfach auf alles. Hey, Junge! Hier drüben. Komm her. Ah, da steht auch so einer. Wo ist unser Hund? Komm her. Was soll das? Was ist da? Ach, sag bloß. Guck dir mal das an. Das ist ein Selbstmörder. Okay. Guck nach, ob sie was Interessantes hatte. Sie? Was macht dieser Hund da? Hier ist irgendwie was. Wir sollten lieber hier weg. Wo ist der Hund? Mir auch egal. Ich muss hier fort. Der hat eine Bazooka. Ich sollte das einfach nicht tun.
Lass mir das einfach ruhen. Kommt die mit? Verfolgen die uns noch? Ja! Chase. Ah, vielleicht kann ich die zu den Robotern locken. Dann sollen sich die Roboter drum kümmern. Ja, einen kriegen wir ja. Und Schuss. So, so. Untergangsmensch, du gut sterben. Ja, ich will hier rein. Wo sind meine Freunde? So, jetzt kommen. Kommen sie hoffentlich. Komm, Kopfschuss. Komm, der ist so nah. Schieß auf den Kopf. So, es geht doch. Boah. Scheiße, ey. Knochen des rechten Fußes. Raketenwerfer. So, und hier lädt sich irgendwie gerade die Grafik nicht oder die Kuppel sind weg. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Yeah. Ah, der kommt mir zu nah. Ah, 8, nur 8. Na klasse. Und dafür haben wir uns jetzt so viel Mühe gemacht und den Hund verloren. Boah, ist das kacke. Ach, ist das doch kacke. Und irgendwie ist hier nichts mehr. Keine Ahnung warum. Ja, die Frequenz ist verloren, ich weiß. Scheiße. Ah, gut. Hundi ist wieder da. Und jetzt ist auch hier wieder alles da. Oder auch nicht. Naja. Taucht alles so langsam wieder auf. Danke fürs Helfen, Jungs. Ach du KG. Naja. Na, gehen wir hier runter und wir gehen. Ich dachte gerade, es ist nicht auf. Ach du Gott. Und was hier? Oha. Was ist hier? Gleich lädt es wieder anscheinend. Hui. Ja. Sehr verdächtig natürlich. Wäre mal eine Tür gewesen. Gerade lädt er hier alles nicht. Das ist scheiße. Sieht mir auch da. Sieht wunderschön alles aus. Ach, herrje. Lad doch mal die Textur. Guck, da kommen sie nicht. Es wird immer weniger. Endlich. Endlich. So, eins muss man ja mal zu diesem. Boah. Scheiße. Jetzt bin ich verkrüppelt. Na klasse. Sieht man das irgendwo, wo die sind? Wahrscheinlich nicht. Da hört man. Ballen, ballern. So, hier bin ich ja das letzte Mal schön erschossen worden. Das heißt erschossen. Dann Polizei. Ganz ehrlich, ich speichere jetzt. Ob das jetzt intelligent ist, ist die eine Sache. Aber. Polizeirevier Cambridge. Und wer schießt hier? Wer schießt hier? Hilf den Soldaten. Sie berichten nach 10 Kilometern. Aufgepasst. Ausgeschaltet.
Hey, cool. Es geht. Achtung, da sind Gegner. Wo? Wo? Malpinsel. Achso, die kämpfen glücklicherweise. Was soll ich machen? Hi. Achtung, da sind Gegner. Okay. Kronkorken. Reden. Entschuldigung. Verfluchte Fleischbeutel! Macht sie nieder! Keine Gnade! Ausgeboten! Okay. Gelehrte Halen? Schaut auch nach hinten! Soll ich die jetzt alle hier irgendwo... vernichten? Ja, aber ich will hier nicht rumrennen. Wenn ihr hier mir alles irgendwie kaputt macht. So, erst nochmal. Sind wir ja hier, komm. Dann speichern wir erstmal. Keine Gnade! Jetzt kommen sie! Ja, ich hab halt keine Munition mehr. Ja. Keine Munition mehr. Ihr müsst mir Munition geben, ihr Schweine. So, klappt doch. Es geht. Hey. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Deine Rüstung. Wer bist du? Sarkastisch. Meine Sache. Versuche zu überleben. Ich versuche nur hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Warum die Frage? Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Da hast du irgendwie recht. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst... Wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Wenn ich so eine Rüstung kriege, heure mich an. Du bist verloren. Lass mich helfen. Wer bist du wirklich? Ist besser. Ich würde gerne helfen, aber ich hasse Geheimnisse. Wer bist du? Sag schon. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sternen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission. Aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken. Aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Stählernen Bruderschaft zu helfen? Stählerne, erstmal will ich wissen, was ist die Stählerne Bruderschaft? Unser Orden will das Wesen der Technologie verstehen. Ihre Macht, ihre Bedeutung für uns Menschen. Und wir kämpfen, um diese Macht vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Missbrauch von Technologie klingt eigennützig. Eine gute Sache, Sarkasten. Auf welche Weise hat die Menschheit Technologie missbraucht? Vor dem großen Krieg waren Wissenschaft und Technologie kein Segen mehr, sondern eher eine Belastung. Die Atombombe, genetisch erschaffene Krankheiten und das FEV sind nur einige Beispiele für die Schrecken, die der technologische Fortschritt mit sich gebracht hat. Wir wollen dafür sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholt. Okay. Sind wir mal so... Komm, Sarkasmus. Das ist nur eine nette Art zu sagen, dass ihr alles plündert, was ihr in die Finger bekommt. Plündern würde bedeuten, dass wir das aus Eigennutz tun. Das ist aber nicht der Fall. Also... Was sagst du? Wirst du uns helfen? Ja. Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Bin ja nicht so. So. Halen, bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann mal los, Leute.
Feuerunterstützung. Sehr schön. Gehen wir mal gleich da rein. Machen wir das doch, ha? Und rein mit uns. Mal sehen, wie lange es dauert. Ich mag es nicht, dass er mich Zivilist nennt, muss ich mal sagen. Das macht mich wütend. Schrotpatrone. Inaktiver Notrufsender. Fusionszellen, ja. Und Steampack. Her damit. Die Impro-Pistole haben wir. Munition. Was ist los? Hey. Also flickst du mich jetzt zusammen oder nicht? Ich weiß nicht. Wie geht's Deine dir, Kumpel? Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre Schön. Vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Befehle des Aufklärungsteams Gladius. Die aktuellen Befehle des Aufklärungsteams Gladius lauten folgendermaßen: In das Gebiet mit der Bezeichnung Commonwealth vorrücken, um eine gewöhnliche Fernaufklärungsmission durchzuführen. Jegliche außergewöhnlichen Aktivitäten sind per Fernkommunikation an Schwertscheide zu melden. Einsatzdauer nicht festgelegt. Paladin Dance oder Dance. Persönlicher Eintrag vom Paladin. Ach Gott, ganz viel. Uiuiui, 7 Sachen. Nach mehreren Monaten hat mein Trupp gerade die Grenze ins Commonwealth überschritten. Wir haben uns entschieden, sofort die Region Boston nach einem sicheren Gebäude zu durchsuchen, das wir als Aufklärungshauptquartier nutzen können. Endlich weiß ich, in welcher Nähe wir sind. Kurz darauf wurde mein Trupp von Raidern angegriffen. Die Powerrüstung von Ritter Keen wurde zerstört und wir verloren einen Teil unserer Vorräte. Zum Glück konnten wir die Angreifer in die Flucht schlagen und unsere Mission fortsetzen. Wir haben ein sicheres Gebäude im Cambridge entdeckt, das offenbar ein Polizeirevier war. Wir konnten das Gebäude säubern und fanden eine Menge Vorräte und Munition aus Vorkriegszeiten. Laut Gelehrter Halen ist das Gebäude stabil und bestens zu verteidigen. Ich habe entschlossen, hier unser vorläufiges Hauptquartier aufzuschlagen. Sehr gut. So. Nachdem Hayden feststellte, dass die Coverage-Fabrik in Lexington möglicherweise wertvolle Vorkriegstechnologie enthalten könnte, starteten wir einen Durchsuchungseinsatz. Ich befahl Dorfs, die Anlage zu erkunden und er fand dort eine erhebliche Anzahl Raider vor. Ich gab den Befehl zum Angriff. Als wir uns näherten, wurde auf unseren Trupp geschossen. Ritter Warwick wurde verwundet, also befahl ich einen Rückzug nach Cambridge. Auf dem Weg traten Ritter Brach auf eine Landdraht. Gelitter Hayden versuchte ihn zu behandeln, aber Brach erlag seinen Verletzungen. Ich möchte herausheben, wie löblich Hayden sich für ihn eingesetzt hat. Unser gescheiterter Einsatz in Coverage ist jetzt 2 Tage her und ich muss leider melden, dass Ritter Warwick gestorben ist. Nach seinen Schusswunden war er gelähmt und er hatte innere Blutungen. Gelehrter Halen sagte mir, dass er leidet und weniger als 5% Chancen auf Genesung hat. Ich autorisierte sie, ihm in seiner Überdosis Schmerzmittel Sterbehilfe zu leisten. Ich möchte erneut den Einsatz herausheben, mit dem Gelehrter Halen sich bemüht hat, Warwick zu retten und dass sie ohne Widerworte meinen letzten Befehl befolgt hat. Oh, mit Halen. Habe heute bei Bezugspunkt A113 den nächsten Mann verloren. Dieser Bereich enthält 2 Ruinen, nämlich den Flughafen von Boston und Fort Strong. Der Flughafen ist beinahe vollständig verlassen, aber in Fort Strong wimmelt es nur so von Supermutanten. Wir wollten in der dortigen Waffenkammer aufmunitionieren, aber Ritter Sergeant Dawes wurde getötet. Das ist seit unserer Ankunft schon der 2. Rückzug, den ich befehlen musste, und unser 3. Toter. Ich empfehle eine baldige, vollständige Bombardierung dieser Position. Ach du Gott, okay. Gelehrter Helen hat ungewöhnliche Energiewerte gemessen. Angeblich befindet sich auf einer Trägerfrequenz eines extrem hohen Frequenzbandes, wodurch sich sehr wahrscheinlich nicht aus der Vorkriegszeit stammen. Die Werte treten außerdem nur sehr sporadisch, äußerst kurz und nur an sehr bestimmten Orten auf. Die Signale klingen sehr schnell ab und sind schon nach wenigen Sekunden von Helens Instrumenten verschwunden. Wir haben nicht die notwendigen Geräte, um den Ursprungsort der Werte herauszufinden. Also versuchen
versuchen wir ihn durch Triangulation zu ermitteln. Okay, das klingt nach Außerirdischen. Wir versuchen, Schwertscheide die Energiewerte zu senden, die Halen ermittelt hat. Aber die High-Gain-Antenne des Reviers wurde von einer Rakete eines Supermutanten beschädigt und wir können die Daten nicht übertragen. Halen versucht, die Antenne zu reparieren, aber sie weiß noch nicht, ob wir die nötigen Ersatzteile haben. Tja, und das ist dann eine Aufgabe für uns. Claudius Personalstatus. Ritter Sergeant Dawes registriert sind verstorben. Okay. Ritter Rüß. Aktiv. Okay. Ritter Keen. Toter. Ja. Warwick. Verstorben. Na komm, das wissen wir alles. So. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Du Arsch. Hältst du dich irgendwie für eine große Nummer? Ja. Sonst wirst du es ja so nicht machen, Buffalo Radix. Sofa. Was sind wir hier? Und. Gelehrter Helm, persönlicher Eintrag. Ah ja. Da haben wir doch was. Komm mal her. Gelehrter Helm. Waffenkleidung diverses. Da ist es doch. Ah, Wiedergabe, da ist es doch. Einsatzgelehrter Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stählernen Bruderschaft beizutreten. Ursprünglich bin ich beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte. Aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel, aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut auf meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Das ist eine gute Frage. So. Hilfsmittel. So, ich brauche die Steampacks, da sind sie. Du solltest dich besser beeilen. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Gelehrte? Paladin Dance ist ein unglaublich guter Truppführer. Ich wüsste nicht, was wir ohne ihn machen sollten. Nimm das, was Ritter Rice sagt, nicht persönlich. So ist er okay. Zu jedem. Halen? Hallo? 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 So. Entschuldigung, Paladin Dance? Bist du bereit? Warum das Polizeirevier? Warum habt ihr einen Außenposten in einem Polizeirevier eingerichtet? In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein Polizeirevier handelt, hielten wir es für klug, dort nach Waffen und Munition zu suchen. Der Funkmast auf dem Dach war nur ein unerwarteter Bonus, auch wenn er noch gewisse Mängel hat, die wir beheben müssen. Es ist vielleicht nicht so imposant wie die Zitadelle im Ödland der Hauptstadt, aber für unsere Zwecke reicht es. Mehr will ich derzeit dazu nicht sagen. Bist du bereit, die Mission fortzusetzen? Ah ja, komm. Dann sind bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Doch. Ich falle jetzt zurück. Zack, bin ich zurückgefallen. Okay. Ich will ja doch nochmal. War ja gerade ein bisschen doof, dass ich... Patrone, was haben wir hier? Hosenträger und Hose. Jet. Militäruniform haben wir ja. Polizisten-Sonnenbrille, die nehmen wir natürlich. Buff-out. Verblasstes Visier. Aber Frattenfleisch, nein. Sonst sieht hier alles. Lupe. Ah, Steampack. Komm, das nehmen wir noch mit. Was hier? Aha, aus dem Weg.
So, was haben wir hier? Oh, okay. Das knacke ich in der nächsten Folge. Ja, schön. Wir sind jetzt auf eine Truppe gestoßen, die wir natürlich gerne helfen möchten. Ich bin gespannt, was da alles auf uns zukommt. Haben uns mit ein paar Supermutanten angelegt, was nicht geklappt hat, obwohl ich zwei erlegt habe, aber der Rest. Es hätte auch anders laufen können, aber die Mission, die uns der Roboter aufgegeben hat, das können wir natürlich dann viel, viel später machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.